So, gehen wir mal ein bisschen in die Stadt. Hi. Und jetzt ist fertig. Kupferhacke. Dankeschön. Hey. Oh, brauchst du etwas? Nein. Mann. Ohohoho. Es bringt nichts, hier herumzustehen. Okay. Schmiedefeuer. Wir müssen uns halt auch mal mit den anderen hier so ein bisschen unterhalten, ne? Pupuri. Hallo. Okay. Oh, hallo. Ich glaube, wir beide kennen uns noch gar nicht, oder? Ach Gott. Lilia. Wir haben noch gar nicht mit Lilia geredet. Wann kommt da? Bin müde vom Spätdienst. Viel Spaß noch. Oh, Trinan, ja. Ruh dich gut aus. Bis zum nächsten Mal. Oh, doch, doch. Jetzt fällt es mir wieder ein. Du musst Miko sein. Bürgermeister Thomas hat mir viel von dir erzählt. Wer ist Lilia? Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, meine Liebe. Wir haben die echt noch nicht gekannt. Schon Kaninchen-Druckset. Okay. Okay. Ja, es ist halt, ne, wenn es halt einem nicht gut geht, dann muss man halt auch mal auf Sachen verzichten. Oh, bist du gekommen, mich zu besuchen? Ja, nur für dich. Hallo, Hannah, du bist ja gut gegangen, hm? Oh, wir reden mit dem Hund, okay. Was? Nena, bitte nicht dort rein, dort hinauf. Warum nicht? Was ist da versteckt? Was ist da versteckt, alter Mann? Die Kühe hier sehen immer so niedlich und glücklich aus. Ja, eindeutig. Das tun sie. Und fett, süß. Willst du was Bestimmtes? Tiere kaufen. Kalb? Ein Kaffeekalb? Ein Erdbeerkalb? Ein Fruchtkalb? Oh, ein. Wow, es ist pink. Scharf? Ein Alpaka? Pinke und orange Schafe. Also mit der Kaffeekuh war ich ja noch einverstanden, ne? Wie kann man auf das Chatten und Spielen mit mir nur verzichten? Nur wenn es einem nicht gut geht, Mensch. Es ist doch nicht immer so. Mir ging es halt scheiße. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Ja, hier waren wir auch noch nicht. Oh, verzeihung. Mir war nicht bewusst, dass heute noch jemand zur Untersuchung kommt. Du bist nicht aus dieser Stadt, oder? Ah, ich verstehe. Du bist also Miko. Ihr gehört diese Farm, nicht wahr? Ich habe gerüchteweise schon von dir gehört. Alle hier nennen mich den Doktor. Und wie du siehst, bin ich Arzt. Wenn du dich jemals unwohl fühlst, komm sofort zu mir. Die meisten Leute in dieser Stadt sind gesund. Wir leben an einem Ort, an dem die reichen Segen der Natur den meisten Krankheiten erfolgreich Paroli bieten. Aber ich sitze trotzdem jeden Tag über den Büchern. Die Medizin ist ein unendliches großes Feld. Viele Probleme haben wir noch immer keine Lösung. Wie geht es dir, Miku? Die Arbeit auf der Farm ist sicher nicht leicht zu bewältigen. Die Farmarbeit ist eine der körperlich anstrengendsten Tätigkeiten, die es gibt. Pass auf dich auf. Bei gesundheitlichen Problemen, über die du lieber nicht mit mir reden möchtest, ist Schwester Eli gerne für dich da. Auf jeden Fall sind wir bei jeglichen Gesundheitsfragen dein Ansprechpartner. Manchmal Keksi, manchmal. Oh, da fällt mir ein, Miku. Ich habe gerade Medizin aus einer anderen Stadt erhalten. Möchtest du sie probieren? Im Gegensatz zu der Medizin, die wir sonst hier verkaufen, stellt sie nicht nur Ausdauer wieder her, sondern macht auch müde Knochen wieder munter. Der einzige Nachteil ist ihr relativ schwacher Effekt, weswegen sie noch nicht offiziell auf dem Markt ist. Ich habe sie verbessert, um die Wirkung zu verstärken, allerdings auf Kosten des Geschmacks. Ein bisschen Medizin schadet nie. Oh, es scheint, dass ich richtig eingeschätzt habe. Also los, trink es in einem Zug aus.
Oh je. Ah, es schmeckt also so schlimm. Wie ich erwartet hatte. Aber wirken tut es doch, oder nicht? Ich dachte mir, dass du diese Medizin zu schätzen wissen würdest. Möchtest du noch mehr davon? Ah, Verzeihung. Ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt. Zu viel von einer Medizin zu nehmen, kann negative Auswirkungen haben. Vielen Dank für unser Treffen heute, Miku. Nun habe ich eine Menge Stoff zum Nachdenken. Danke, Herr Doktor. Sehr freundlich. Abgeschlossen. Oh, wer bist du? Meine Güte, ein neues Gesicht. Du bist Miku, hm? Mein Name ist Ellen. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Oh, meine Beine? Ich habe eine Krankheit, die meine Muskeln schwächt. Ich kann schon eine ganze Weile nicht mehr laufen. Es ist einfach das Alter. Oje, oje. Und du? Ich werde heute die Kirche besuchen. Bist du fromm, oder wie das heißt? Es ist wichtig zu schleichen, stimmt's? Meine Güte, wenn das nicht Miku ist. Guten Tag, wie läuft's auf der Farm? Ist alles in Ordnung? Bist du fromm? Denk immer dran zu bleichen. Hier waren wir auch nicht. Was soll ich machen? Oh, vielleicht wenn ich... Nein, das funktioniert nicht. Hä? Oh, tut mir leid. Ich war vollkommen in Gedanken versunken. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du hier, um eine Besichtigungstour zu machen? Oh, du bist auf der Farm eingezogen. Mein Name ist Marie. Freut mich, dich kennenzulernen. Verzeihung wegen... Verzeihung wegen vorhin. Wenn ich in Gedanken versunken bin, merke ich nicht, was um mich herum passiert. Liegt dir etwas auf dem Herzen? Nein, das ist es nicht. Ich schreibe meinen eigenen Roman, aber ich habe eine Art Blockade, die ich zu überwinden versuche. Danke für dein Interesse. Komm vorbei, wenn du mal wieder in Leselaune bist. Wir haben sicher eine Menge Bücher, die dich unterstützen und inspirieren können. Leiter. Wachstumsphase von Pflanzen. Steckrüben Frühling. 2 Tage, 2 Tage. 2 Tage Samen, nach 2 Tagen dann Reife. Und nach der Ernte zu bestelltem Feld. Kartoffel 3 Tage, 4 Tage. Es 4 Tage, 7 Tage. Oh. Okay. Und dann alle 2 Tage wieder. Krass. Okay. Du musst Pflanzen, räume erst das Land, das du bestellen willst, entferne oder zerstöre Hindernisse wie Unkraut, Äste und Felsbrocken. Verwende deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Verteile die Samen auf der bestellten. Ja, das wissen wir ja alles. Kann ich da hoch? Ich ordne immer noch die Bücher im ersten Stock. Bitte geh jetzt nicht hinauf. Okay. Kann man Bücher kaufen? Dresden. Bücherei, montags geschlossen. 10 bis 16 Uhr. Haben wir schon miteinander geredet? Nein, ne? Basil, guten Tag. Bist du ein Tourist? Wie? Du sagst, du bist in diese Stadt gezogen? Die Fülle der Natur ist hier schier unerschöpflich. Im Gegensatz zum Grau der Großstädte. Hier wird es dir sicher gut gefallen. Natürlich. Ich sollte mich vorstellen. Ich heiße Basil. Mein Steckenpferd ist die Botanik. Ich studiere die Pflanzen hier im Mineralstadt. Schön, dich kennenzulernen. Wir haben schon miteinander geredet? Genau, Anna. Und wir haben auch schon miteinander geredet. Halt. Nicht hinauf in den ersten Stock, bitte. Entschuldigung. Okay, nur noch 5 Skizzen.
um seine Sex und Dom seine sind simpler als die anderen. Bei Rosie kann ich auch cheaten, da die meist nur das Gesicht anders ist. Müsste ich nicht überall die Skizze nachmachen, sondern nur immer die verschiedenen Gesichter. Ja. Ja, irgendwann reicht's. Verständlicherweise. Entschuldigung. Uiuiui. Ich werd doch schneller müde, als ich dachte. Vielleicht machen wir doch mal einen Schluss. Aber nur, weil ich müde werde. Nicht, weil ich keine Lust habe. So. Hier noch ein bisschen Gras weg. Na. So. 15. Frühling schon. Oh, die Tasche ist voll. Ach, mal. Uff. Nett gähnen. Ich will noch nicht müde sein. Ich habe keine Lust, müde zu sein. Sag ich doch. Habe ich doch gerade gesagt, Keksi, dass ich bis 1 Uhr mache, weil ich müde bin. Gerade haut die Müdigkeit ja rein. Jetzt halt auch mal wieder nutzen. Ne? Achso, leer. Natürlich, da kann ich noch so oft drücken. Wenn leer, dann leer. Ändert sich so schnell nichts. Ja, natürlich Keksi. Aber ich weiß, dass es morgen nicht klappt. Weiß ich. Nicht genau. Ja, Keksi, ich weiß es halt. Och. Keksi, du hättest ihn gar nicht verlassen dürfen. Mint, Keksi. Ich kann halt auch nicht ständig am Handy sein oder am PC. Es funktioniert halt nicht. Ich meine, ich würde ganz schön Ärger bekommen, wenn ich die ganze Zeit nur am Handy rumhängen würde. Da werden manche sicher irgendwann echt sauer. Und das will ich auch nicht provozieren. Warum gehe ich jetzt eigentlich? Das ist so ein Scheiße. Ich will wieder ein Herzchen bekommen. So, komm schon. Erwisch ich's nicht, ne? Genau jetzt erwisch ich's nicht. Ah, natürlich. Jetzt da war. Und da komme ich nicht vorbei. Ja. Du. Alles immer so ziemlich mittig.
Sag ich ja. Also es ist zumindest durchschaubar mit den Treppen, mit den Leitern. Wir sind immer mittig. Ich habe doch jetzt nicht so viel, habe ich jetzt nicht genascht. War jetzt eine Sache, die ich genascht habe. Ihr seid alle viel zu sehr über mein Wohlergehen besorgt. Ah, das kann einen schon freuen. Ah. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist man ja fast peinlich berührt, wenn man so umsorgt wird. Ja. So, raus aus der Sauna. Mutti Keksi macht sich Sorgen. Ja, Mutti Keksi. Dabei hatte ich immer so die Rolle der großen Schwester. War immer meine Aufgabe. Naja, zumindest habe ich mich immer so gefühlt. Irgendwie hat es immer gepasst. Nicht, weil ich die anderen bemuttert habe, sondern halt, weil ich immer für die anderen da war. Da verfällt man automatisch in die große Schwesterrolle. Bleibt mir Kopfhörer die ganze Zeit am Pulli hängen. Nervig. Nur ein bisschen nervig. Du. Jetzt nicht mehr, ja. Yay, ich muss nicht gießen. Kann aber auch nicht ernten. Verdammt. Aber dafür kann ich in die Höhle. In die Mine. So. Kurz nach dem heute Hü schauen. Hallo, Paddy. So ist gut. Es wird schnell groß und stark, okay? Meine Gießkanne bessern. Vielleicht sollte ich aber erst die anderen Sachen verbessern. Na, erstmal die Sichel. Brauchen wir jetzt gerade noch nicht, da ist es dann nicht schlimm. Die anderen Sachen brauchen wir eh, glaube ich, 2.000 oder 3.000. Wir haben zwar 2.000, aber es wäre noch nicht klug, die schon zu verbrauchen. Ebene 2. Jo, die Stufe meines Hammers ist gestiegen. Jetzt kann ich ihn in der Schmiede verbessern. Kommt das jetzt jedes Mal? Das ist mir sehr schlimm, ist es ja nicht. Nur ein bisschen nervig, wenn es jedes Mal kommt. Ebene 3.
Hey, wo ist denn meine Tasche wandern? Wo kommt man hier denn zu den mittigsten Punkten raus? So hier auf der Höhe. Nee, hör auf. Haha. Ebene 4. Vielleicht komme ich noch eins runter. Kann da dann ein klein wenig schürfen. Aha. So. Ebene 5. So. Und das hier werfen wir mal raus. So.